Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Apple hat gestern auf einem Presse-Event neue iPads und neue Macs vorgestellt, aber weil nicht jeder die Zeit hat, sich so eine stundenlange Keynote anzuschauen und weil es schon so eine Art Mini-Tradition auf diesem Kanal ist, gibt's in diesem Video von mir für euch dieses gestrige Event in nur 100 Sekunden. Viel Spaß! Als allererstes hat Apple angekündigt, dass es am Montag das Update auf iOS 8.1 geben wird. macOS 10 Yosemite ist zudem ab heute kostenlos verfügbar. Wie erwartet gab es aber auch neue iPads mit nur sehr kleinen Verbesserungen. Das iPad Air 2 hat ein dünneres Gehäuse bekommen, da das Display jetzt mit der Scheibe verklebt ist. Zudem kann man sich über einen Touch-ID-Home-Button und eine bessere Kamera freuen. Der neue Apple A8X-Prozessor soll nicht nur 40% mehr Rechenpower bieten, sondern auch mit einer bis zu 2,5-mal so schnellen Grafikeinheit ausgestattet sein. Und als dritte Farbvariante gibt es jetzt Gold. Naja, wer es braucht. Richtig enttäuschend war aber das iPad Mini 3, denn neben einem Touch-ID-Home-Button und dem goldenen Modell gibt es hier nichts Neues, nicht mal einen neuen Prozessor. Die Preisgestaltung der iPads ist auch vollkommen verwirrend geworden. Die 32 GB Modelle wurden rausgeschmissen und die Preise für 64 und 128 GB wurden um 100 Euro gesenkt. Das alte iPad Air und Mini 2 bleiben weiterhin im Sortiment und wurden ebenfalls um 100 Euro günstiger, was das Mini 3 aber irgendwie sinnlos macht. Neue Macs gab es aber auch. Der Mac Mini hat sein längst überfälliges Update auf aktuelle Prozessoren und Grafikchips bekommen und auch an der Preissenkung um 100 Euro sollte sich niemand stören. Und dann kam er tatsächlich, der Retina iMac. Neben dem alten 21,5 und 27 Zoll Modell gibt es nämlich jetzt auch eine neue 27 Zoll Variante mit einem 5K Display. Mit sage und schreibe 5120x2880 Pixeln löst dieses Biest auf, was insgesamt über 14,7 Millionen Pixel auf diesem Display sind, was immer noch über 60% mehr als 4K ist und das ist einfach Wahnsinn. Angetrieben wird der Spaß nicht nur von aktuellen Intel-Prozessoren, sondern auch von AMD eher neuen Grafikkarten und einem extra für das Display entwickelten Timing-Controller. Überraschend gering war auch der Preis. Okay, 2600 Euro sind jetzt nicht gerade wenig, aber viele haben damit deutlich mehr gerechnet. Die neuen Macs stehen übrigens ab sofort zum Kauf bereit, während die neuen iPads erst nächste Woche in die Läden kommen. Tja, das war mal wieder eine ganze Menge Informationen auf sehr, sehr engen Raum zusammengestaucht. Und falls ihr sagt, okay, Moment mal, das ging mir hier jetzt alles viel zu schnell und ihr irgendwie nicht so wirklich mitgekommen seid, dann empfehle ich euch mal einfach unten in der Videobeschreibung vorbeizuschauen, weil da habe ich ein paar ziemlich gute Videos von ein paar Kollegen von mir verlinkt, die dieses Event gestern ein bisschen ausführlicher betrachtet haben und auch ein bisschen langsamer sprechen als ich. Also falls ihr euch dafür interessiert, schaut einfach mal unten vorbei. An dieser Stelle interessiert mich aber auch noch, was ihr vom Event gestern haltet. Wurden eure Erwartungen erfüllt und was sind so eure Highlights? Also bei mir muss ich sagen, ich bin super happy mit dem Event gestern, weil ich hatte eigentlich nur eine wirkliche Erwartung und das war auch schon mehr so ein Wunsch als eine Erwartung und das war halt eben dieser Retina iMac und er ist tatsächlich gekommen und er ist günstiger geworden, als ich eigentlich gedacht hätte und deswegen bin ich super, super happy und ja, ich werde mir dieses Ding auch höchstwahrscheinlich holen. Ich muss erstmal all mein Geld hin und her schieben, damit das Ganze funktioniert. Also er wird jetzt nicht morgen oder übermorgen kommen, aber ich werde mir einen holen, wenn alles klappt, hoffentlich. Und dann wird es natürlich auch Videos zu diesem Biest auf diesem Kanal geben. Aber ja, freut euch da drauf. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und das Event war super. Yeah! Aber das war es dann jetzt auch schon mit diesem Video. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs freundliche Zusehen und über Feedback. Unten in den Kommentaren oder via Like-Button freue ich mich natürlich wie immer sehr. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao!